So, hallo. In diesem Video zur Thermoformung versuche ich mal zu erklären, was eine Gleichung ist. Das ist gar nicht so einfach, darum sage ich, versuche es, denn Gleichungen sind etwas sehr Grundlegendes und Mathematiker haben immer Probleme damit, Grundlegendes vernünftig zu erklären oder zu definieren. Auf jeden Fall wird in einer Gleichung oder werden in einer Gleichung zwei Terme miteinander verglichen und diese sollen denselben Wert haben oder sie haben ihn. Also entweder haben sie ihn oder sie sollen ihn haben. Vielleicht ist es am einfachsten, das an zwei Beispielen klarzumachen. Beispielsweise habe ich hier einen Term 3 mal 4 und den Term 12 und beide Terme sind gleich. 3 mal 4 ist 12 und 12 ist auch 12. Hier haben wir eine Gleichung, das heißt, wir haben zwei Terme, die den gleichen Wert haben. Darüber hinaus kann es aber auch Gleichungen der Natur geben, wie zum Beispiel x plus 3 gleich 7. Und in diesem Typ der Gleichung ist noch nicht gleich offensichtlich, ob beide Terme denselben Wert haben. Denn für x kann ich ja irgendeine Zahl einsetzen. Wenn ich zum Beispiel für x 5 einsetze, dann würde da stehen 5 plus 3, auf der anderen Seite 7. 5 plus 3 ist nicht 7, das heißt in diesem Fall wäre die Gleichung nicht erfüllt. Also radieren wir das hier mal wieder weg. Ne, das war kein Radiergummi, hier haben wir das Radiergummi. Radieren wir es wieder weg. Und die Frage ist halt, na, welche Zahl muss ich denn für x einsetzen, damit diese Gleichung erfüllt ist. In diesem Fall ist es einfach, ist offensichtlich 4, denn 4 plus 3 ist bekanntermaßen 7. Und das ist die eigentliche Herausforderung beim Umgang mit Gleichungen, ne? Also dann die Lösung zu finden. Diese Art der Gleichung muss man immer nur nachrechnen, aber hier muss man die Lösung halt auch finden. Jetzt radiere ich auch diesen Teil mal wieder weg, damit wir wieder ein bisschen mehr Platz haben. So. Wie kann man sich so eine Gleichung anschaulich vorstellen? Das ist meistens das Problem, was viele Schüler haben, sich da etwas drunter vorzustellen. Ich finde, eine Gleichung kann man sehr gut durch eine Waage veranschaulichen. Ich versuche jetzt mal eine Waage zu zeichnen. So, das soll der Fuß sein. Und jetzt habe ich hier eine Platte, auf die ich etwas drauflegen kann. Und hier habe ich auch eine Platte, auf die ich was drauflegen kann. Und man sieht, sie sind gleich hoch. Jetzt zeichne ich mal hier noch so etwas. Ja, hier an der Stelle kann ich sehen, aha, beide Platten sind gleich hoch, liegt ja auch noch nichts drauf. Und jetzt versuche ich mal, diese Aufgabe hier, diese Gleichung zu übertragen. Ich nehme eine etwas andere Farbe. Und zwar 3 mal 4. Was heißt das? Das heißt, ich lege hier Pakete drauf mit 4 Klötzchen. Meinetwegen sind die 4 Kilo schwer. Und zwar 3 Stück von diesen Paketen. 1. Hier habe ich das zweite und hier habe ich das dritte Paket. Hier liegen 3 mal 4 Klötze und auf der anderen Seite, da sollen 12 Klötze insgesamt liegen. Mal schauen, dass wir das hier hinkriegen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn wir jetzt hier noch in der Mitte halbieren. So, hier haben wir 12 Klötze am Stück liegen und die Waage, naja, diese Waage kann sich jetzt nicht verändern, aber so eine Waage würde anzeigen, dass beide Seiten gleich schwer sind. Denn hier habe ich 3 mal 4 Klötze liegen, hier habe ich insgesamt 12 Klötze liegen. Es liegen also genauso viele Klötze auf der linken Seite wie auf der rechten Seite. Und wenn ich diese Pakete hier noch zusammenschieben würde, dann würde es genauso aussehen wie auf der anderen Seite. Also hier haben wir die Gleichheit darüber dargestellt, dass beide Seiten gleich hoch stehen. Wie sieht das jetzt auf der anderen Seite aus? Auch hier brauchen wir wieder eine Gleichung, eine Waage. So, hier haben wir den Fuß. Zwei so Teller. So. Und auch wieder hier die Anzeige. Also es wird zwar ein bisschen krumm, aber der Wille zählt. So, was liegt auf der einen Seite? Die rechte Seite ist sehr einfach. Da habe ich insgesamt 7 Klötze liegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die stapeln wir jetzt. Und auf der linken Seite liegen auf jeden Fall 3 Klötze. Die stapel ich jetzt mal übereinander. 1, 2, 3. Und zusätzlich
Gönnen wir uns auch nochmal eine andere Farbe. Liegt hier ein Paket, von dem wir gar nicht wissen, wie schwer es ist. Das nennen wir X. Das ist die Unbekannte, hier wissen wir noch nicht, wie schwer das ist. Aber wir sehen, dass beide Seiten gleich schwer sind. Einmal sagt es hier oben die Gleichung, mathematisch, formal, und hier unten anschaulich sehen wir es an der Waage. Beide Platten, beide Teller sind auf derselben Höhe. Das heißt, auch hier liegt eine Gleichung vor. So, und nun kommt der zweite Schritt, nachdem wir uns hier so eine Gleichung mal veranschaulicht haben, ist die Frage, ja, wie bekomme ich denn das Ergebnis für x heraus, in diesem Fall das Gewicht? Wie gesagt, natürlich ist in diesem einfachen Beispiel, kann man das durch scharfes Hinsehen lösen, dass x 4 ist, hat man vorhin ja schon gesagt. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Zahlen vielleicht etwas schwieriger sind, die Gleichung etwas umfangreicher, dann ist es nicht mehr so einfach, durch Hinsehen die Gleichung zu lösen. Und dann muss man halt ein Verfahren anwenden. Man spricht hier in der Mathematik von Äquivalenzumformungen. Äquivalenzumformungen. Dieses Wort besteht aus drei Bestandteilen. Einmal Äqui, dann haben wir den Bestandteil Valenz und dann die Umformung. Eine Umformung heißt halt, es wird etwas umgeordnet, etwas verändert, umgestellt. Äquivalenz, Äqui heißt gleich, Valenz heißt Wert. Es wird umgeordnet, aber der Wert der Gleichung bleibt gleich, beziehungsweise der Wert der Lösung. Ich darf also mit diese Äquivalenzumformung zeigen mir oder gestatten mir, eine Gleichung umzuformen, ohne dabei die Lösung zu verändern. So, wie sieht das in diesem konkreten Fall aus? Naja, was würde man doch machen mit dieser Waage, wenn man herausfinden wollte, wie schwer dieser Kasten hier, dieses Paket X ist? Ja, ich würde einfach mal diese drei Klötze hier runternehmen, denn die interessieren mich ja gar nicht. Mich interessiert ja der Wert von x. So, was wird jetzt aber passieren? Naja, jetzt würde dieser Teil leichter werden, er würde nach oben gehen, dieser Teil würde schwerer werden. Konkret würde das so aussehen, wenn ich diese drei Teile da wegnehmen würde, brauchen wir hier wieder unsere Waage. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das wischen wir mal wieder weg, denn ich habe ja gesagt, es wird ja leichter. Das heißt, dieser Teil steigt nach oben. So, hier haben wir die beiden Anzeige. Sie stehen auch nicht mehr voreinander. Gut, und was finden wir auf der einen Seite? Hier finden wir nur noch diesen Kasten X wieder. Die drei Klötze haben wir ja weggenommen. Und auf der anderen Seite liegen immer noch die sieben Klötze von vorhin. So, die jetzt natürlich schwerer sind als der Kasten X. Naja, euch wird schon klar sein, was man auf der anderen Seite machen muss. Wir müssen natürlich auch hier drei Klötze wegnehmen. Wenn wir auf der einen Seite drei Klötze wegnehmen, dann müssen wir auf der anderen Seite auch drei Klötze wegnehmen. Dann haben wir auf beiden Seiten gleich viele Klötze weggenommen. Und dann müsste, und das ist dann auch so, die Waage wieder im Gleichgewicht sein. Ja, denn wenn ich auf jeder Seite das Gleiche wegnehme, dann verändert sich, dann sind beide Teile immer noch gleich schwer. Auch wenn sie insgesamt beide leichter geworden sind, aber sind ja um den gleichen Teil leichter geworden. Und hier kann ich jetzt sehen, aha, x, gelb, Moment, so. Während hier oben noch die Gleichung x plus 3 gleich 7 steht, haben wir sie hier unten zu x gleich 4 umgeformt. Äquivalent umgeformt. Hier machen wir noch einen Pfeil dazwischen. Wir sehen also, oder vielleicht schreiben wir es hier neben, hier hatten wir x plus 3 gleich 7. Wir haben auf beiden Seiten 3 abgezogen. Und wenn man auf beiden Seiten 3 abzieht, dann bleibt hier nur noch das x über und auf der anderen Seite bleibt nur noch die 4 übrig und wir haben die Aufgabe gelöst. So, es gibt jetzt noch ein
Zweites Beispiel, was wir uns hier anschauen können zu Äquivalenzumformungen. Dazu lösche ich mal diesen ganzen Teil hier aus. Moment, hier. Und zwar, so, nehmen wir mal eine Gleichung, die da lautet 3x gleich 6. Diese Gleichung unterscheidet sich von der ersten dahingehend, dass jetzt, hier müsste ein Malzeichen zwischenstehen, was man nicht immer schreibt, aber dass wir jetzt insgesamt drei Pakete auf der linken Seite stehen haben. Also wenn wir es jetzt darstellen, haben wir nicht mehr ein Paket, dessen Gewicht wir nicht kennen, sondern wir haben drei Pakete auf der einen Seite stehen, auf der anderen Seite liegen, naja, sechs Gewichte, 6 Kilo, wie schwer auch immer. So, das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gewichte liegen. Und hier befinden sich 3 Pakete, deren Wert ich so noch nicht kenne. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt wird gruppiert, geordnet. Wir haben also hier 3 Pakete, die insgesamt 6 Kilo schwer sind. Ja, wie schwer ist denn dann ein Paket? Nee, das muss dann ja genau ein Drittel von dem wiegen, was auf der anderen Seite zu sehen ist. Und das ist, denke ich, nicht schwer zu bestimmen. So, machen wir erstmal wieder die Waage. Wenn ich also nur noch ein Paket hierüber behalte, dann muss auf der anderen Seite auch nur noch ein Drittel, also in diesem Fall 2 Klötze, 2 Gewichte, müssten hier überbleiben, sodass die Waage im Gleichgewicht bleibt. Für dieses Paket habe ich diese beiden Klötze weggenommen, für dieses Paket diese beiden Klötze weggenommen und für das letzte Paket bleiben auch 2 Klötze über. Ich kann also sehen, aha, das Ergebnis ist 2. Und was haben wir gerechnet? Wie gesagt, 3x gleich 6, das war der Ausgang. Und wir haben jetzt hier beide Seiten durch 3 geteilt, gedrittelt. Wir haben also auf der einen Seite nur noch ein Drittel über. Ein Drittel von 3 ist gerade 1 und ein Drittel von 6 ist 2. Also sehen wir, jedes Paket wiegt 2 Kilo. Wir haben also jetzt zwei Möglichkeiten kennengelernt, Gleichungen umzuformen, zwei Äquivalenzumformungen. Einmal Äquivalenzumformung durch Addition bzw. Subtraktion und in diesem Fall die Äquivalenzumformung durch Division. Auch mit der Multiplikation würde es in anderen Fällen gehen. So, das ist erstmal ein ganz grober Einstieg in die Frage, was eine Gleichung ist, beziehungsweise bin ich jetzt auch schon ein bisschen drüber hinausgegangen und habe schon mal erzählt, wie man Gleichungen umformen kann. Konkreter, wie man lineare Gleichungen, vor allem komplexere Gleichungen umformt, schauen wir uns in einem anderen Video an. Und ich hoffe, dass euch das hier schon mal hilft zu verstehen, was eine Gleichung ist.